Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch hier tatsächlich literally in unserem Fuchsbau, unsere kleine Verbrecherzentrale, wo wir so gemeinsam und gemütlich der hohen Kunst des Diebstahls frönen. Wir haben wieder eine neue Mission. Letztes Mal haben wir angenommen, dass wir in 110 bei den Bakers ein Gemälde stehen oder zerstören müssen. Welches weiß ich nicht mehr. Ich glaube, es war Kuss oder so. Da finden wir schon raus, würde ich sagen, ne? Ich würde sagen, wir schnacken auch nicht lange, wir machen uns jetzt erstmal auf zum Haus der Bakers. Eben kurz mal gucken, ob wir irgendwelche Infos darüber wissen. Notizen, die Bakers. Info, wir haben überhaupt gar keine Info. Wir können mal gucken, ob wir uns ein paar Hinweise organisieren können. Schadet wahrscheinlich nicht. Lasst uns mal gucken. So, und zwar bei Steal Your Forums. 110 die Bakers. Neu, bekannt. Nix, neu. Alle. Ja, hier gibt's nichts über die Bakers. Ja, müssen wir selber bei. Hilft nix. Na gut, dann werden wir selber mal auskundschaften gehen, würde ich sagen. Ganz entspannt und vorsichtig. Inventar ist leer, wir haben aber ordentlich Kohle, insofern passt das. Rennen die Karre. Und auf zu den Bakers, würde ich mal sagen, ne? Und los geht's. Greenview Street. Gucken wir mal. Du, gucken wir mal. Ich habe jetzt leider echt nicht aufgepasst, welches Gemälde das ist, aber hey, das finden wir schon raus. 110, das ist, glaube ich, noch eher in den ärmlicheren Bereichen. Das wird schon klappen. Hier lang. Läuft bei mir, würde ich sagen. So, wo ist 110? Da lang. Oh, da ist die 110. Und da ist auch schon gleich wieder einer, der guckt. Immer diese neugierigen Leute, ne? Schrecklich. Wir parken auf dem Parkplatz. Ups. Vorsichtig, vorsichtig. Jo. Ne, schlafen wir die nicht. Ruhig abstellen, das passt. Tür zu. Okay, es wird doch langsam Abend. Das ist doch ganz gut. Vielleicht schlafen die nachts alle. Moin. Hallo. Guten Tag. Ja, er ist entspannt, ne? Er ist entspannt. Gehen wir mal in Ruhe weiter. Gucken, ob wir die Hecken so langsam einflashen. Das ist schon schön. Gemälde stehlen oder zerstören? Hier, das sind die Bakers. Kann ich da irgendwen sehen? Langsam öffnen. Okay. So. Jetzt gehen wir erstmal vorsichtig gucken, ne? Hier scheint keiner zu sein. Das scheint doch das Gemälde zu sein. Okay. Guck mal, ob ich die Tür vielleicht öffnen... Hallo? Die Tür vielleicht öffnen kann. Oh ja, guck mal hier. Okay. Okay, warte. Okay, Tür ist offen. Langsam öffnen, ja. Scheint keiner hier zu sein. Und dann reinsackeln, was geht. Mir wäre auch so, als wäre das das Haus, wo nie einer ist. So, erstmal gucken. Nix drin, nix drin. Nix drin, immer mitnehmen, was geht, ne? Einen Toaster mitnehmen, Pfanne mitnehmen. Wiederholt sich zwar oft so mit den Sachen, die man klaut, aber naja, geht wohl, ne? Ja genau, das war das mit dem Kackhaus hier. Das war dieses kleine Mini-Scheißhaus, alles klar. So, Gemälde mitnehmen. Den Herbst. Und nur vorsichtig. Nur vorsichtig. Wir dürfen halt nicht entdeckt werden und da ist gerade richtig Action, ne? Jetzt warten wir mal kurz. Da vorne kommt gerade jemand unten, ihr seht das auf der Minimap, ne? Da kommt gerade jemand die Straße entlang. Und bis die Person weg ist. Scheint weg zu sein. Warten wir kurz. Das ist ganz normal, ne? Das ist ganz alltäglich, was wir hier tun. Wir laufen nur mit einem großen Gemälde Richtung Parkplatz. Das machen wir alle, ne? Ihr kennt das doch. Manchmal muss man die Gemälde auch mal rausbringen zum Lüften. Da setzt sich irgendwann der Gestank aus der Küche ab. So, das Fett legt sich drauf nieder, ne? Da gehst du einmal mit dem Gemälde kurz spazieren und dann ist das Aal wieder schick, ne? Man könnte es halt auch kaputt machen. Aber ich denke mal, wenn wir es kaputt machen, kriegen wir die Kohle dafür nicht. Und ich will ja lieber die Kohle haben. Deswegen Gemälde wieder aufheben. Den Herbst. Rinnen die Karre. Schließen und nichts wie weg hier jetzt, würde ich sagen. Ja, nichts wie weg. Auf geht das. Lalalalalalalala. Oh, so. Rückwärtsgang. Und ab geht's. Das hat sich doch als relativ gut herausgestellt, würde ich mal sagen. Das lief doch. Ja, also, gleich direkt zum Pfandhaus Zeugs loswerden. Jawoll, vergiss nicht die unvergebenen Fertigkeitspunkte im Skill-Tab einzusetzen. Keine Sorge, das machen wir. Level aufgestiegen.
geht voran, Leute. So, hier Igor. Guten Abend. Lang nicht mehr gesehen, den guten Igor, ne? Ich muss hoffen, wie das ist. Du, ich hab dir auch was ganz Feines mitgebracht. Hier so ein fett glasiertes Bild. Riecht ein bisschen nach Fritteuse. Wirkenberg. Aber ich wette, irgendeinen Liebhaber wird es schon geben. So, einmal das Bild verkaufen, bitte. Und dann habe ich hier noch einen Teekessel, Toaster, Pfanne. Der übliche Schmodderodotz, ne? Ach, guck mal hier. Winnie sammelt auf jeden Fall Gitarren und Bilder, ne? Alles klar. Winnie sagt schon wieder. Igor. Du, ich bring die immer zusammen, ne? Ich bring die immer zusammen. Durcheinander. Zusammen, durcheinander, ihr wisst schon. Wird Zeit, zurück zum Fuchsbau zu fahren. So, zurück zum Fuchsbau. Ah, so. Na dann, mal ran. Jetzt können wir erstmal aufsteigen vom Level her. Skills. Wir mussten Beweglichkeitsstufe 2 lernen, um Ranken hochklettern zu können. Ja, läuft doch. Benötigt Level 6 verbleibende Skillpunkte. Ich will das lernen. Geht nicht. Wir dürfen das noch nicht, aber wir könnten das lernen. 1 SP. 1 SP, benötigt aber Stufe 6. Wir sind jetzt Level 5, ja, dann können wir ja das lernen hier. Lernen, bums. Dann können wir ein bisschen mehr sehen. Und leveln dann weiter ins nächste Level. Alles klar, also wir müssen noch ein bisschen was klauen. Hilft nichts. Du, würde ich sagen, gucken wir uns erstmal weitere Aufträge an. Interagieren. So, Rand a Thug. Hier gibt es 150 für. Das Gemälde Kuss stehlen oder zerstören. Und Birnendekoration stehlen oder zerstören. Ja, dann machen wir erstmal Kuss, würde ich sagen. Buff. Boy 112, die Watsons. Nur ein Manteau. Nur ein Manteau, würde ich mal sagen, ne? Also, Notizen. Da können wir jetzt bei 112. Ist auch schon weg dort. Da haben wir eine neue Mission. Ne. Die Watsons. Was ist... Ach so, hier. Das ist ein bisschen komisch gemacht hier, ne? So. Da. Das Gemälde Kuss stehen oder zerstören 150. Bums. Infos zu den Watsons haben wir nicht. Das hier 112. Alles klar. Gehen wir mal gucken. Infos wären dann ja nicht verkehrt. So. Steal your forums. 112. Da. Die Watsons. Da können wir ein bisschen was kaufen. Sicherheitstipps fürs Haus. Die Hintertür hat ein einfaches Schloss. Das ist gut. Möglichst versteckte Beute. In der Küche steht eine teure Kaffeemaschine und Routine der Bewohner. Von 1 Uhr bis 4 Uhr morgens ist niemand zu Hause. Ja, geiler geht das doch gar nicht, würde ich sagen, ne? Geiler geht das doch gar nicht. Dann geht's los. 1 Uhr bis 4 Uhr morgens. Und dann, lass uns mal Autowagen fahren. Und auf zu den Watsons. Los, los, los. Auf zur Greenview Street und auf zu den Watsons. Was soll da schief gehen, ne? So, 112. Ist da in der Nähe irgendwo ein Parkplatz? Das 111, 112 wird wohl dann da hinten sein. Ich sehe die 112, ne. 109, 110, 111, wow. Oh, mit dem SUV durch die Innenstadt, durch die Kleinstadt hier durch, ist ja logisch. Wo ist denn die 112? Da hinten, alles klar, dann parken wir hier. So. Im Auto schlafen. Bis 1 Uhr. Da haben wir nicht viel Zeit, ne? Wir schlafen mal bis 0 Uhr. Die Zeit vergeht ja auch noch, wenn wir warten, ne? So. Okay. Verlassen. Wir müssen da ja auch erstmal noch hoch, ne? So. Ganz normal, ganz unauffällig. Unten seht ihr nämlich auch die Zeit 0 Uhr 7. Also die Zeit rennt hier nämlich tatsächlich. Dann können wir uns eher schon mal nach hinten begeben. Auf die Rückseite des Hauses der Watsons. Guck, da sind ein paar Leute. Aber keine Sorge, hier ist ja ein normaler Weg. Insofern alles cool. Dö, moin. Man fragt sich ja, warum die nachts alle nicht zu Hause sind, ne? Was ist da nur los bei denen? So, ein Haus weiter. Das ist das richtige Haus. Das sind die Watsons. Und wir müssen jetzt nur noch irgendwie reinfinden. Der Zaun sieht sehr solide aus. Also beim Zaun kommen wir nicht rein.
Da müssen wir eher tatsächlich durch die normale Haustür vorne rein. Und das Beste hoffen. So, sie geht jetzt wohl. Nee. So, jetzt scheint sie auch zu gehen. Ist 1 Uhr, ist keiner mehr zu Hause. Nur dann mal los, würde ich sagen. Nutzen wir die Gelegenheit, so. Puff. Okay, also hier können, glaube ich, normal laufen. Oh, hier können wir nicht rüber. Scheiße. Okay, wir müssen vorne rein. Hilft nix. Los, los! Das darf nur keiner sehen. Hallo. Okay, wir sind drin, wir sind drin, wir sind drin. Tür schließen. So, jetzt wird... wieso ist das denn hier so neblig drin? Da ist die teure Kaffeemaschine. Okay. Und das Bild Kuss. Ich würde sagen, das Bild zerstören wir. Tatsächlich. So. Dann können wir nämlich die teure Kaffeemaschine mitnehmen. Das ist mir fast wichtiger momentan. So, hier eine Pfanne. Ein bisschen gucken hier. Toaster. Okay. Müssen wir ein bisschen gucken, dass draußen nichts ist. Fernbedienung. Hier ist ein Fernseher. Ein bisschen Geld. Nichts Wertvolles drinne. Festnetz, ja klar, Metamed und goldener Kelch, der ist bestimmt was wert. Tränentrophäe, ja, immer her damit. Solange der Rucksack noch nicht voll ist, aber Rucksack sieht gleich sehr voll aus, habe ich das Gefühl. Was ist das? Nee, wir sind voll. Alles klar, Licht aus. So. Dann nehmen wir jetzt noch, was ist das? Da leuchtet noch irgendwie was. In der Küche steht eine teure Kaffeemaschine, was ist das? Die Tür hat ein einfaches Schloss, ach so, ja. Alles klar, wir nehmen aber die teure Kaffeemaschine mit. So, Tür aufmachen. Kaffeemaschine greifen. Ach, die muss ich in die Tasche stecken, tatsächlich. Okay, Gegenstände. Was kann ich denn mal rausschmeißen? Beute. Pfanne hat 2 Kilo. Weg damit. Fallen lassen. Tränentrophäe, 3 Kilo. Weg damit. Dann lieber die Kaffeemaschine mitnehmen. Noch Platz für irgendwas? Nee. Okay. Und dann nehmen wir noch den Fernseher mit, wenn wir eh schon dabei sind. Boop. Okay, jetzt müssen wir uns nur beeilen. Uns darf keiner sehen, das ist wichtig. So, raus hier. Okay. Oh, scheiße. Da dreht sich jemand. Wir müssen gucken, dass wir nicht entdeckt werden. Der Lichtkegel ist noch nicht im gefährlichen Bereich. Weiter, 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 weiter. Komm schon. Wir haben ein bisschen blöd weit weggeparkt, ne? Aber hilft von nix. Man will ja nicht auffallen, ne? Man will ja nicht auffallen. Im Zweifel rechtzeitig den Fernseher einfach wegschmeißen und so tun, als wäre das nicht unsere. Das ist nichts von uns. Keine Ahnung, was hier los ist. Okay, soweit so entspannt, würde ich mal sagen. Läuft doch soweit geschmeidig. Ich hätte Dieb werden sollen. So, okay. Noch sieht uns keiner. Wir gehen hier gut querfeldein, so ein bisschen durch die Wicken. Da wird man eh nicht erkannt, das macht das noch besser. Alles cool, Leute, alles cool. Alles entspannt, alles entspannt. Wir brauchen uns nochmal keine Sorgen machen, so. Eben mal absetzen das Ding, so. Kofferraum auf, Rindomet, Kofferraum zu und nix wie weg hier. Nix wie weg, ich hab die Tür aufgelassen, das war ja fahrlässig ohne Ende, würde ich mal sagen. So, dann hauen wir mal ab, bevor die Bullen noch was merken. Oh. So, jetzt aber ab hier. Jetzt aber ab. So, zurück zum Pfandhaus, bitte. Zack, Level aufgestiegen. Jo, 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 jo. Schließen. Nun kriegen wir erstmal das Zeug weg. Welcome back. Welcome back. So, warte, ich habe ein wunderschönes Fernseher für dich. Der ist sogar mal flach inzwischen schon. Ich bin von Röhre weg zu kleiner, nicht ganz so flacher Flachbildschirm, aber wird schon besser immerhin, ne? Willkommen back, bitteschön. Da. Wie sieht's aus? Ja, siehst du, kann ich mit leben. Toaster kriegst du auch noch. Das, das, das. Oh, 200 Schmeckels. Da läuft ja. Igor, ne? Ich wünsche dir eine wunderschöne Nacht. Ich mach die Tür zu, dass die ganzen Ungeziefer fliegen hier nicht reinkommen.
Und dann fahren wir mal weiter, würde ich sagen. Kofferraum noch zumachen. Auf nach Hause. So, los geht's. Rrr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 
So, ihr Lieben, ihr hört den Hahn krähen, ihr wisst, was das bedeutet, mal wieder in einem Mülleimer versteckt, verabschiede ich mich heute für euch. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat. Lasst es bei den Däumlein da, Kommentare und Feedback natürlich, wenn wir gerne unter Video posten. Oh mein Gott, und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder und hoffen, dass wir nicht entdeckt werden. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken, tschüss, euer Blaufuchs.